Die Bitte des Baumgeistes. Im Jahre nach des Buddha Erleuchtung 1920 verwaltete König Sen Mueang Ma die königlichen Schätze des Landes der Millionenfelder, die er von Kühner, seinem königlichen Vater, übernommen hatte. Das war eine Zeit, in der das Volk im Glück lebte. Die Nachbarländer hielten untereinander Freundschaft und der Handel blühte überall. Zu jener Zeit zogen Kaufleute aus der Stadt am Pingfluss nach Birma hinüber, um mit den Birmanen Handel zu treiben. Der Anführer jener Handelszüge, der wagemutige Mann, hieß Mueang Khao. Er war von Geburt an Bürger von Chiang Mai und des Königs Sen Myang Ma Kriegsmann. Schon in den Tagen seiner Kindheit war Mueang Khao häufig nach Birma gereist, seinem Vater auf den Handelsreisen zur Begleitung. Bei einem birmanischen Schwertlehrer erlernte er die Wissenschaft des Waffenkampfes. Zhong Jinta, so hieß der Lehrer, ruhte nicht, bis sein Schüler an eine Handgeschicklichkeit besaß, die an Hexerei grenzte. Wenn Mueang Khao vom Waffenkampf frei war, pendelte er stets als Händler zwischen Chiang Mai und Birma, so dass die Geschäftsverbindung nicht abriss. Eines Abends, als der Zug des Mueang Khao ungefähr auf halbem Wege war, ließ er rasten. Die Männer suchten sich Essbares am Saum eines Baches und Mueang Khao setzte sich derweil in den kühlen Schatten eines großen Hartholzbaumes, der seine Zweige und Äste über ihn hinbreitete. Als sie dort sich ausruhten, erschien dem Mueang Khao ein Baumgeist und sprach: »O Mueang Khao, ich heiße Kühner und bin der königliche Vater des Herrn Sen Myung Ma. Nach meinem Tode wurde ich als Baumgeist wiedergeboren. Hier ist mein Reich. Während meines Lebens habe ich viele Waldelefanten gefangen. Daraus erwächst mir nun Kummer und Not. Denn zur Strafe muss ich als Baumgeist mein Leben fristen und die Bäume des Waldes bewachen. Wenn du in die Heimat zurückkommst, so geh zu meinem Sohn und teile ihm diesen meinen Befehl mit. König Sen Myung Ma möge eine Pagode erbauen, so hoch wie die Vögel fliegen. Das Verdienst der Erbauung dieser Pagode möge mir angerechnet werden, damit ich erlöst werde von diesem Walde und in den Himmel komme. Was dich betrifft, O Myung Khao, so wirst du ein großer Feldherr werden und dein Name wird berühmt sein vor allen Kriegern. Nun vergiss nicht meine Rede.« So sprach der Baumgeist, sprach König Kühner und löste sich auf in Luft. Mueang Khao sah es und frohlockte. Er erhob die Hände, um den Baumgeist, um König Kühner anzubeten, aus tiefster Verehrung. Dann befahl er seinen Leuten, aufzubrechen und weiterzuziehen. Noch viele Male mussten sie auf dem Weg nächtigen, ehe sie Chiang Mai erreichten. Dort angekommen trat Mueang Khao sogleich vor König Sen Myang Ma, um ihm sein Erlebnis zu erzählen. Der König hörte den Bericht und ließ einen Hofbeamten kommen, der Hauptbaumeister der städtischen Tempel war. In der Mitte der Stadt sollte eine Pagode errichten, um den königlichen Vater von seinen Sünden reinzuwaschen. Aber bevor das Werk vollendet, war der Herr verstorben. König Samphang Ken, sein Sohn, folgte ihm auf den Thron. Doch auch er erlebte die Vollendung der Pagode nicht. Prinz Lok, sein sechster Sohn, verschwor sich mit dem jungen Prinzen Samyoi, eroberte im Handstreich den Palast und setzte den Vater ab. Prinz Lok riss den Königsschatz an sich und ließ sich unter dem Namen Höchster König der Wald, Thilokarat, zum König über das Land der Millionenfelder krönen. 10.000 große Messer teilte der König aus und ließ die Pagode dem Lohaprasa-Tempel auf Lanka nachbilden. Als sie fertig war, sah die Pagode von Ferne aus wie ein riesiger Kerzenhalter, der dem Lande Licht spendet. Daher kommt der Name Leuchtender Großtempel oder
königliche Pagode des Königstempels, wie sie noch heute genannt wird. In der Zeit der Königin Jerapapa freilich brach die Pagode zusammen. Ein gewaltiges Unwetter mit Gewitter, Stürmen und Erdbeben brachte sie zum Einsturz. Aber noch immer ragen ihre Trümmer hoch auf zum Himmel.